Also, vielleicht, wenn ich mal hier aufgespießt werden. Du kannst ja schon mal dahin gehen. Weiß gar nicht, wo das war. So richtig. Hier oben umgucken. Hier ist gar nichts. Ne, hier lang den Weg, wo ich jetzt bin. Ich habe mich tatsächlich daran gewöhnt, jetzt so rechts zu spielen. Bald findest du es in anderen Spielen dann wahrscheinlich merkwürdig. Ich hoffe, mir fällt mich nicht dran gewöhnen. Ach du, okay, ich gehe eben die Brücke aktivieren. Okay. Machen wir das so rum. Wo war denn das, wo du aufgespießt wurdest? Hier wahrscheinlich, ne? Da liegt Gold bei den Pfeilern. Also ja. Bei diesen Löchern. Da war das. Auch. Ich hab das Gold bekommen, aber hab mich nicht treffen lassen. So, ich lasse dich jetzt übrigens nicht fallen, wie es, glaube ich, mal mit Floyd gemacht hat bei Frodo. So, auf der einen Seite würde ich es gerne mal sehen, auf der anderen Seite will ich nicht nochmal gegen die Penner kämpfen. Kontrollpunkt, okay, jetzt kannst du mich fallen lassen. Warte, ich lasse dich durch die Tür erst gehen. Oh, ein Käfer. Ah, Schlange! Auch wie bei Teil 4. Gib mir dein Ei. Alter, Schlange. Die ist ja richtig zermatscht. Ich kann kein Ei mehr nehmen, jetzt bin ich voll. Ich bin voll. Nachdem ich nach dem Kampf eben einfach völlig am Arsch war. Tatsächlich bezweifle ich, dass wir das Spiel heute durchspielen werden, weil ich ja in. Ja, sagen wir mal. Auch als drei Stunden? Ja, wenn wir 3 Stunden ungefähr haben, also es wäre im Rahmen eines Spiels wie diesen möglich, aber in 3 Stunden muss ich tatsächlich schon zur Arbeit, deswegen. Und wir haben noch 3 Stunden Zeit, lass es doch schnell durchspielen jetzt. Und ich will die Tür mal hier aufmachen. Und ich wollte heute, was sowieso lustig wird, ab 19 Uhr streamen. Was streamst du denn? Lass mich mal einen Sneak Peek schon mal gewinnen. Naja, Last of Us. Ich ja gerade. Ah, okay. Direkt weiter mit dem nächsten Horrorspiel, aber das ist wenigstens richtig. Ja, ich würde nicht mal sagen, dass es wirklich Horror ist, also. Ja, das stimmt. Was wollte ich sagen? Also noch Kräuter. Riffel-Emo. Oh, Nagelstück. Was wollte ich sagen? Das heißt, ich zock heute quasi den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja. Interessant. 5. April, so. Hey, das ist übermorgen. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagte, er wolle alle, die in der Nähe des Ölfelds leben, gegen irgendeine Krankheit impfen. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man schaue in ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig, denn neuerdings wollen sie unserem Dorf helfen. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April. Hey, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. 9. April. Ich habe tagsüber zu viel geschlafen und konnte nachts nicht schlafen. Achso, es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen, aber das hat nicht geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Das ist natürlich gar nicht lustig, aber es kam so stumm. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfung geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten und mich impfen zu lassen. 10. April. Hey, das ist Gronks Geburtstag. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig. Vielleicht, weil die Kinder gestorben sind. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht hier sitzen. Irgendwas bewegt sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Er hatte überall Kriegsbemalung. Dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passiert mit den Leuten in meinem Dorf?
12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. 13. April. Kopfschmerzen. Fieber. Bin wütend. Draußen großen Mann gesehen. Riesig. Wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühle mich gut. Schreie. Aufgehört. Scheint Spaß. Will töten. Ja. Ne? Ja. Also was irgendwie wenig Sinn macht, ist, dass... das in der Sprache ist, die Chris lesen kann. Das stimmt. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Ist jetzt ein Ei. Oder vor allem, dass so eine Kultur wie diese hier überhaupt schreiben kann. Naja. Ihren eigenen lustigen Zeichensprachen vielleicht. Das vielleicht schon, aber. Okay, wenn andere kommen und deren. Das gibt ja auch diese Entwicklungshilfe, wenn die denen helfen dabei. Da ist nichts mehr dabei schon. Muss ja etwas länger lesen. Dann, ne? Also dein Geburtstag ist jetzt bald, oder was? Am 7., ja. Wenn man das Video hier sieht, war es vielleicht schon längst vorbei. Muss mal gucken, wann ich das hochlade. Oh. Wir beenden sie Kapitel 3. Ich habe gesehen, es gibt 6 Kapitel. Ah, okay. Lost in Nightmares. Ich kann jetzt Lost in Nightmares spielen, was ist denn das? Ja, das ist eins von den DLCs, glaube ich. Das ist aber, guck mal, ich wusste gar nicht, dass man das erst spielen kann, sobald man das Spiel zu einem gewissen Punkt gespielt hat. Ja, ich auch nicht. Okay, aber irgendwie macht das schon Sinn, also zum Teil, weil Chris erwähnt das, aber es macht auch weniger Sinn, weil Chris, seine Einstellung basiert ja darauf, dass er das erlebt hat. Ja. Mal gucken. Gehen wir dann am Ende. Verkaufen. Alter, 17.000, jawoll. Könnte man sich ja eigentlich mal eine neue Waffe gönnen, obwohl ich halt irgendwie auch schon echt. Hole mir wohl mal die. In meinem Gewehr steht ein A dran. Was bedeutet das? Ausgerüstet? Das kann sehr gut sein. jetzt haben wir hier die Magnum. Na komm, machen wir das hier. 1500 Schaden pro Schuss ist schon viel. Wie viel? 1500 pro Schuss bei der Magnum. Eieiei. Aber boah, die packe ich jetzt erstmal weg. Remove? Kann ich denn noch machen? Irgendwas upgraden? Ja, Firepower hier. So, bin glaube ich fertig. So, ich habe auch gerade Nudelauflauf bekommen von meiner Mutter. Was ich mir nachher mache. Ah, du musst ja jetzt selber kochen, ne? Ja. Na, ich würde verhungern. Ach, nee, so ist das nicht. Aber ich würde mich, glaube ich, nicht so wirklich gut ernähren, wie ich es zu Hause tun würde. Also ich ernähre mich auch so ja, nicht. Ja, also die ersten Monate habe ich halt auch nur Tiefkühlkram gegessen und jetzt so fange ich so langsam mal an, mal was Auswendigeres zu machen. Aber heute werde ich wahrscheinlich auch nur Tiefkühlkram essen. Oder habe ich keine Zeit dafür? Also wenn ich allein leben würde, ich weiß nicht, wie ich das irgendwann machen werde als Student, wenn ich dann mal mir denke, ich werde in Bremen oder so studieren und dann wirklich mein Physikstudium antrete als zukünftiger Tony Stark für Arme, dann werde ich wahrscheinlich Tiefkühlkram, so wie ich vorhin erzählt habe, so Burger in der Packung und Hot Dogs in der Packung, Toast, vor allem Toast, Sandwich-Toast, das ist Gold. Sandwich-Toaster brauche ich auch mal. Das wäre, glaube ich, das Einfachste. Da kannst du so richtig schön geschmolzenen Käse auf dem Toast haben, das auch noch richtig schön getoastet ist. Und dafür musst du dich nicht mehr anstrengen. Du musst es nur danach sauber machen. So, hier ist Rifle Ammo. Ja. Ammo für dich. Ammo. Ammo. Boah, ich muss ein bisschen. Oh, du musst ein bisschen pink hin irgendwie. Oh nein, ich weiß, was das ist. Oh, ein Krokodil. Ich dachte,
dachte, kommt jetzt so ein, wie in Resident Evil 4, so ein Monster. Oh Gott. Muss echt pinkeln, ne? Wollen wir kurz Pause machen? Was eigentlich passiert noch nichts, ne? Dann geh ich mal ganz schnell. Geh auch mal. Entweder schneide ich's raus oder du unterhältst die Zuschauer, die es nicht gibt. Ja, die greifen jetzt eher an, also ich muss eh was machen. Alles klar, Zuschauer, hört mir zu. Unsere geheime Mission ist es, Leon dieses Spiel zu carryen, denn das ist alles, was ich in diesem Spiel mache. Da Leon es niemals mitbekommen wird, kann ich es das offen zugestehen. Ohne mich wird Leon dieses Spiel nicht schaffen. Ich bin das goldene Licht, was Leon hier durch dieses Spiel bringt. Ich bin derjenige, der alle Gegner hier besiegt. Ohne mich ist Leon völlig hilflos verloren. Die Gegner kommen mit mir nicht klar. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Da hat nicht einer gegriffen, das macht auch nichts. Den werde ich direkt abwehren. Frauenpower ist am Start. Oh, nachladen, das ist doof. Aber er ist zu langsam für mich. Mit meiner Gottesgeschwindigkeit kommt einfach kein Monster mit. Also, sobald der Monster natürlich wieder da ist, würde ich natürlich wieder so tun, als würde ich ihn, nur unterstützen. Aber ich carry ihn hier durch das ganze Spiel, wie vielleicht mittlerweile ein bisschen bekannt sein sollte. Also, so viel macht er im Prinzip gar nicht. Also, ich bin ja eigentlich das. Na, ich weiß gar nicht, warum ich das Play nicht aufnehme und hochlade. Hallo. Das war eigentlich auch eine gute Idee. Ah, hallo. Ich komm her und sehe einfach schon, wie du da hinten kämpfst. Ja, die haben dann doch angegriffen, also muss ich doch was machen. Oh oh. Ich glaube, einer hat gerade 187 gesagt. Zumindest geht die Brücke jetzt nach oben und nicht nach unten. Wie denn? Bewegen sie so schnell die. Oh. Krieg ich gar nicht, sagte ich, als ich jemanden kriegte. Mist. Oh. Mann! Wie bin ich denn hier? Ich habe noch ganz viele Rifle-Ammo. Rifle-Ammo. Rifle-Ammo, also Scharfschützengewehrmunition auf gut Deutsch. Gewehrmunition heißt sie nur. Ja, es ist so komisch übersetzt, dass das halt Scharfschützengewehr nur Gewehr heißt. Ach, guck mal. Okay, du musst jetzt auch auf deine Seite gehen und so ein Ding da, so eine Kurbel. Gibt ja anscheinend eine zweite Kurbel. Da ist keine. Ich muss sagen, nicht hier. Ach, da vorne ist sie. Wo? Also, ich auf der anderen Seite. Ach da. Das ist blöd. Ich wünsche mal, könnte ich irgendwie hier irgendwie so hinpointen mit irgendwas. Aber ich mache das jetzt eben schon. Es ist von der anderen Seite versperrt. Aber das ist, warte mal, ich steuere hier irgendwas. Ich steuere das Floß damit, hat er mir gerade gesagt. Interessant. Mhm. Ja, du musst. Ah, ja, okay, du musst auf das Fluss da, ja. Okay. Warte. Hui. Geht da. Ich kurbel in die andere Richtung, als mir das Spiel sagt, aber macht ja nichts. Wurde auch gerade abgeknallt währenddessen. Wie das aussah! Ich sehe, wenn du irgendwie dieses Krokodil rauskommt, zack, bist weg. Du bist irgendwie nicht richtig realisiert. Ich hab grad noch gegessen. Wie geil das aussah! Oh mein Gott. Aber es war ja direkt ein Kontrollpunkt da. Die Schutzweste ist einfach noch in meinem Inventar. Ja, musst du ausrüsten. Alter. Oh Gott, du musst die wirklich die ganze Zeit im Inventar haben. Mein Gott, ey, das ist doch nicht wahr. Das muss man Resident Evil 4 auch nicht. Nee, das stimmt. Immer aufs Floß, obwohl du musst dich ja. Muss wahrscheinlich irgendwas machen. Aufpassen, nehme ich mal an. Ja, das sah voll geil aus, wie das einfach so weggesnackt hat. Ah! Ach, dodgen!
Irgendwie erinnert mich das an eine Szene aus dem Film Annihilation auf Netflix. Ich mochte den Film irgendwie nicht. Ja, ich fand den ganz okay. Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich weiß gar nicht, welche Stelle du meinst. Eieiei. Das war relativ am Anfang, wo die in diese Sphäre oder was auch immer da gegangen sind. Und dann. Bestimmt, da gab's auch so ein Krokodil, ne? Genau, da haben die auch mit dem Alligator gekämpft. Krokodil, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ach Gott, so lange werde ich ein bisschen wahnsinnig von dem ganzen Zeit Stick im Kreis drehen hier. Warte mal, was war denn das? Nee, Handfläche auflegen, Mario Party. Ey, das geht schneller. Ja. Das merkt man richtig, Alter, jetzt Highspeed. Das geht ab, Alter, wie. Das geht ab wie mein Internet. Also wenn ich schnell wäre. Oh Gott, ich rutsche ab vom Stick. Also eigentlich im Moment kann man sagen, das ist genauso schnell wie mein Internet. Obwohl es gar nicht mehr so schlecht ist. Ich habe leider seitdem, ne? Ich meine, ich habe hier 50.000, ist ganz geil. Ich habe manchmal leider Ausfälle. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal hier passiert. Ach, muss. Oh nö. Nee, du musst nicht zurück, ne? Das ist. Nee, das ist die Tür. Und da fragt man sich doch bei so einer Tür. Kann man da nicht einfach rüberklettern an der Seite? Nee. Das ist immer diese Spielelogik. Ja. Vor allem vorhin mit der Truhe, das war halt Spiellogik. Oh ja, das habe ich echt nicht gecheckt, wie wir da hinkommen sollten. Weiter geht's. Ich glaube, jetzt entdecken wir auch einen wichtigen Punkt, der, ich glaube, ganz, ganz minimal in Resident Evil 7 angesprochen wird noch. Oh. Nämlich haben wir hier ein anderes Lager, aber es sind keine Ureinwohner, die hier sind. Ja, genau. Tricell ist, glaube ich, hier die böse Company. Neben Umbrella. Oh, hier ist was zum Lesen für dich. Kein Bock zu lesen. Nein, ich habe mir noch gerade meine Grundschule erst abgeschlossen. Ich kann das noch nicht so gut. Diese Schrift ist halt immer so, da sind halt manchmal so diese Risse und so drin in den Buchstaben bei der Schriftart und irgendwie ist es manchmal echt schwer zu lesen. Okay. Typ 3 Plagas, Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagas ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen zu erzielen. Ich höre, wie du Sachen machst. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagas namens Kontrollplagas, der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagas waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt, aber angesichts der Vorliebe von das Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagas und eines Gens der Kontrollplagas entstand ein neuer Plagas-Typ, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich als zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tag steht erst noch bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte Adhärenzrate. Okay, nicht. Bei Erwachsenen und Jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%, ebenso wie bei den normalen Las Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagergens zurückzuführen. Allerdings blieb der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat. Das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten. Dies könnte ebenfalls auf das Gen der Kontrollplagers zurückzuführen sein, bleibt aber im akzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen, doch kann auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für Verbesserungen bei künftigen Tests einsetzen. Es ist so viel zum Lesen hier. Es ist halt immer super selten, irgendwelche Dokumente, aber wenn, dann sind die so lang? 20 Seiten lang, ja.
Oh, du siehst ja halt einfach nicht, man sieht halt einfach nicht, wie viele Seiten das sind im Gegensatz zu den anderen Resident Evils. Weiß nicht, was dich erwartet. Hier ist noch ganz viel Handgun-Ammo, wenn du willst. Ist voll tatsächlich bei mir. Mir auch. Ich glaube, ich werde doch mal etwas Geld investieren, um die Pistole leer zu machen. Wie kann es sein, die leer zu machen? Nee, ich werde hier am Ende des Kapitels nochmal leer schießen, damit ich damit quasi ein bisschen Munition geschenkt bekomme, wenn ich die Kapazität erhöhe. Okay. Also wenn du eine Waffe zum Beispiel leer schießt, aber dann die Kapazität erhöhst, ja, kriegst du halt Munition geschenkt. Auch schon genutzt. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ölfeld direkt neben einem Ureinwohnerstamm liegt? Da wieder unser Kumpel, wa? Mhm.